Ortstermin. Diesmal vor dem Atomkraftwerk Krümmel. Hier trifft die bürgerliche Anti-AKW-Bewegung am Samstagabend ihre schrillste Unterstützerin. Denn auch Nina Hagen, Musikerin und im Nebenberuf UFO-Expertin, will sich nicht weiter verstrahlen lassen. Heute soll sie gegen Vattenfalls Pannenreaktor ansingen und anlesen. Atomkraft an und für sich ist böse, weil es das Leben, unser Leben, unsere Lebensqualität, unsere Lebensräume, unser Leben zerstört. Der Weltstar im garantiert atomstromfreien Bierzelt. Kampf gegen die Nachrichtenlage. Heute in einer der berühmtesten Zeitungen Deutschlands. Was finde ich? Riesiger Adolf Hitler. FBI öffnet Geheimarchiv. Hitler, er versteckt sich auf einer Ranch in Argentinien. Und hier ganz, ganz klitzeklein. Weiteres AKW von Erdböden erschüttert. Jetzt läuft radioaktive Brühe ins Meer. Ja, das können wir uns auch googeln. Dazu brauchen wir euch nicht. Ansonsten gibt sich die Mutter des deutschen Punks eher pießig. Kein Wunder, ihre Erziehungsberechtigte ist schließlich auch mit dabei. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Wann wird man die verstehen? Wir sind das Volk! Wann wird man die Dann kann die Energiewende ja kommen. Jeder Unterstützer ist willkommen. Gott, ist der süß, wie er sich die Welt anguckt. Genauso gucke ich mir die Welt auch an. Mit großen braunen Augen. Darf ich mich vorstellen? Nina Hagen. Bonsai. Du bist so süß, Bonsai. Die will wieder zu Mama und Papa. Ja, lecker mich. Auf Wiedersehen. Es war mir sehr angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen, lieber Hund. Zum Schluss wird's dann noch mal philosophisch. Einblicke in Ninas etwas schräge Welt. Ich habe Angst vor dem GAU, dass die Menschen so werden wie die Brennstäbe, dass die Menschen unmenschlich werden. Vor diesem Unmenschlichkeits-GAU habe ich Angst. Nach 3 Stunden größter anzunehmender Unterhaltung ist die Hagen-Show dann vorbei. Frau Hagen, sind Sie zufrieden mit dem Auftritt? Vielleicht noch ein schneller Hinweis. Ich freue mich, dass ich am Leben bin. Ich freue mich, dass es dich gibt. Doch auch das AKW Krümmel lebt noch. Nach dem Moratorium könnte es wieder ans Netz gehen. Trotz Nina Hagen.